ihr Lieben. Heute habe ich noch meine Neuzugänge vom März für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Im März habe ich wieder einige Neuzugänge gehabt und ich muss auch sagen, dass viele Bücher davon Rezensionsexemplare waren im März, die ich dann aber auch gleich wieder mit gelesen habe. Deswegen werdet ihr die meisten Bücher von dem Neuzugänge-Video jetzt auch schon kennen und die Videos werden dazu wahrscheinlich auch schon online sein, weswegen ich jetzt zu den Büchern nicht mehr so viel sagen werde, weil sonst wird es ja wieder ein halber Lesemonat. Und ich würde sagen, wir fangen wie immer mit den Büchern an, die ihr schon kennt und schon gesehen habt. Und ja, starten gleich mit dem ersten. Und das wäre Fire and Frost von Ellie Blake. Ich finde ja das Cover immer noch wunderschön. Und ja, das Buch hat mir ja gut gefallen, auch wenn ich jetzt fand, dass die Story jetzt für mich jetzt nichts Neues hatte. Aber es war eine richtig tolle Jugendteil-Fantasy-Geschichte und ich mochte sie sehr. In diesem Buch geht es ja um Ruby und Ruby ist eine Fireblood in einem Land voller Frostblots und sie muss sich da quasi, und sie versucht da quasi in dieser Welt zu überleben und das ist gar nicht so einfach. Und sie wird dann quasi von zwei Frostblots überredet, an einem geheimen Plan oder Auftrag teilzunehmen, den bösen König zu stürzen. Und ja, was dann mit Ruby alles passiert, das ist es, worum es in Fire and Frost geht. Wie gesagt, ich mochte die Geschichte sehr und ja, kann euch Fire and Frost, was das betrifft, auf jeden Fall auch nur empfehlen. Das war jetzt so die Kurzversion von Fire and Frost, aber ich mochte das Buch. Dann ist noch eingezogen im März bei mir Die schwarze Zauberin von Laurie Forrest. Das Video müsste diese Woche ja auch online gegangen sein da dazu und wenn ihr das Video gesehen habt, wisst ihr, dass ich mit dem Buch so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte, aber es im Großen und Ganzen auch eigentlich ganz cool fand und ich auf jeden Fall wissen möchte, wie es hier weitergeht und ich denke auch, dass der zweite Teil definitiv um einiges actionreicher und spannender werden wird wie der erste. Und in diesem Buch geht es um Elorin und Elorin lebt in einer Welt, in der es ganz viele verschiedene Völker gibt und Wesen gibt. Und Elorin gehört zu der herrschenden Rasse, den Gardenieren. Ich kann das nicht richtig aussprechen. Und ja, Elorin sieht aus wie ihre Großmutter. Und ihre Großmutter war die mächtigste Magierin quasi des ganzen Landes und war auch einerseits sehr berühmt und aber natürlich auch sehr gefürchtet. Und Elorin sieht halt genauso aus wie sie, hat aber nicht ihre magischen Fähigkeiten. Und Elorin soll jetzt an die Magierschule gehen und dort das Apothekerwesen lernen, so wie es auch ihre Mutter getan hat. Und das freut Elorin natürlich sehr. Aber auf dieser Universität ist nicht nur ihr Volk vertreten, sondern alle Völker. Und das sorgt für ziemliche Schwierigkeiten, denn wie gesagt, sie sieht aus wie ihre Großmutter und das finden nicht alle gut. Und Elorin muss dann damit irgendwie zurechtkommen und ja, was dann noch alles passiert, das ist, worum es in die schwarze Zauberin geht. Wie gesagt, ich hatte mit dem Buch so ein bisschen meine Schwierigkeiten, gerade am Anfang auch. Aber im Großen und Ganzen fand ich die Geschichte schon richtig cool, weil das halt eine Welt ist, wo es extrem viele verschiedene Wesen gibt. Also es gibt Elben, es gibt diese Gardenier, diese Magier, quasi Hexen und Zauberer. Dann gibt es Kelten, dann gibt es noch Lykaner, da gibt es noch solche Mischwesen und dann gibt es noch diese, wie hießen die, die immer die Bediensteten waren, oh, das weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es dann noch Pokas und dann gibt es noch das und dann gibt es noch das und das fand ich schon richtig cool, weil das so eine richtig krasse Vielfalt war und es quasi alles gab in dieser Welt. Und ja, also die schwarze Zauberin kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr High-Fantasy-Bücher mögt, wo es viele, viele, viele verschiedene Völker gibt und wenn ihr Schreibstile mögt, die ein bisschen ausladender sind, dann schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Ich mochte es und bin gespannt, wie es weitergeht auf jeden Fall. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was eingezogen ist und zwar ist das Die Legende der vier Königreiche vereint. Das Buch müsstet ihr auch aus dem Video von Schwarze Zauberin schon kennen und ja, das Buch hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Ich fand den zweiten Teil einfach nur mega. Ich habe ja gedacht, dass das eine Dilogie ist und habe dann festgestellt, tata, es ist eine Trilogie, definitiv. Und der dritte Teil kommt nächstes Jahr im Februar erst raus. Und ich könnte so... weil das Ende war wieder so... Und dieses ganze Buch war einfach nur gut. Und ja, im zweiten Teil von Die Legende der vier Königreiche geht es wieder um M und um Cass und um diese vier Königreiche, die untereinander Krieg führen. Und man möchte zum zweiten Teil eigentlich auch nicht sagen, ich möchte hier niemanden spoilern. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut im Video vorbei. Aber ich fand den zweiten Teil wieder richtig gut. Ich habe den ersten Teil damals schon mega gefeiert. Und ich fand auch den zweiten Teil wieder richtig, richtig gut. Der war so krass, der zweite Teil. Olivia ist einfach so heftig. Das ist so übel. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Schaut euch das Video an, wenn ihr mehr wissen wollt. Dann ist noch bei mir eingezogen das neue Buch von Sarina Bowen, Bevor wir fallen. Das ist der erste Teil der iVideos-Reihe. Und auch dieses Buch habe ich schon gelesen. Das Video müsste aber noch nicht online sein. Das müsste nächste Woche online gehen. Und ja, in diesem Buch geht es um Cory und
Cory hat einen schlimmen Unfall erlitten und sitzt seitdem im Rollstuhl und hat es aber trotzdem geschafft, ihre Eltern zu überreden, dass sie doch aufs College gehen darf. Und auf dem College lernt sie dann Adam Hartley kennen und Adam hat sich das Bein gebrochen und wohnt deswegen mit ihr zusammen quasi in diesem behindertengerechten Wohnheim und sie wohnt sich auf dem Flur gegenüber. Und ja, die beiden werden dann sehr, sehr schnell Freunde und Cory entwickelt sehr, sehr schnell Gefühle für Adam. Und ja, Adam hat aber eine Freundin. Und was dann mit den beiden alles passiert, das ist es, worum es in Bevor wir fallen geht. Und mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen. Dann auch noch diesen Monat vorübergehend eingezogen ist das neue Buch von Simone Arnstedt, Afterwork. Auch dieses Buch habe ich schon gelesen. Auch dieses Buch werdet ihr zusammen mit Bevor wir fallen nächste Woche in einem Video bekommen. Und in diesem Buch geht es ja um Lexia. Und Lexia arbeitet als Texterin in einer Werbeagentur. Und Lexia hat einfach mal eine totale Scheißwoche hinter sich und sitzt gefrustet in einer Bar und lernt dann dort einen Typen kennen. Und beiden verstehen sich auf Anhieb total. Und sie hat einfach das Gefühl, dass sie mit diesem Mann reden kann. Und sie schüttet ihm quasi ihr Herz aus. Und sie ist auch nicht mehr ganz nüchtern da dabei. Und ja, das endet dann alles in einem ziemlich peinlichen Abgang. Und als Lexia am nächsten Tag ins Büro kommt, stellt sie fest, dass der Typ ihr neuer Boss ist. Und das ist mal sowas von peinlich, was da passiert ist. Ich hatte echt am Anfang hier so total die Fremdschämmomente. Und ja, was mit Lexia und ihrem Chef dann alles passiert, das ist es, worum es in Afterwork geht. Und ja, wie gesagt, wenn ihr auch hier mehr wissen wollt, schaut nächste Woche im Video vorbei. Und ja, dann wird das Buch leider wieder ausziehen, denn ich hatte es mir ja nur ausgeborgt, aber so ist das. Dann im März noch bei mir eingezogen sind diese beiden Bücher hier, Game of Hearts und Game of Passion. Die kennt ihr ja auch schon aus meinem Video da dazu. Ich freue mich jetzt, wenn im April der dritte Teil rauskommt und bin schon sehr gespannt, wie das Ganze hier ausgeht und hoffe, dass das alles zum Ende hin einen Sinn ergibt. Dass das nicht so eine abgefuckte Geschichte wird, die am Ende man nicht mehr nachvollziehen kann. Also ich bin gespannt und ja, werde euch da natürlich berichten, wenn der dritte Teil erschienen ist, wie mir das Ganze am Ende gefallen hat. Und falls ihr mehr wissen wollt, schaut im Video dazu vorbei. Dann ist bei mir im Februar noch eingezogen der zweite Teil von Diamonds for Love, Verlockende Nähe. Ich finde dieses Buch ganz, ganz toll. Ich kann es immer wieder nur sagen, dass ich diese Familie total toll finde, dass ich es toll finde, dass das ganz normale Menschen sind, dass das ganz schlichte Geschichten sind, dass da kein übermäßiges Drama drin passiert und ja, man kann sich einfach super in die Geschichte fallen lassen und ich mag sie total und freue mich schon auf den dritten Teil. Dann ist bei mir im Februar noch eingezogen der zweite Teil von Diabolik von S.J. Kincaid, Durch Wut entflammt. Und ich habe echt hier am Ende vom zweiten Teil gedacht, das kann nicht wahr sein. Mein Herz ist gebrochen. Es wurde zerschmettert am Ende vom zweiten Teil und ich bin jetzt so wahnsinnig auf den dritten gespannt. Und ich frage mich jetzt, wie das Ganze am Ende ausgehen wird und was im dritten Teil, wo alles noch passiert. Es ist so viel krasser Kram passiert hier im zweiten Teil und es ist da so, und es waren da so viele heftige Wendungen drin, mit denen man auch nicht rechnet, dass ich jetzt echt mega gespannt bin auf den dritten Teil. Und ich frage mich echt, wie das Ganze am Ende ausgeht. Und oh mein Gott, das war so gut, das Buch. Also Diabolik war letztes Jahr schon der erste Teil für mich ein Jahreshighlight. Und auch der zweite Teil wird wieder richtig, richtig gut. Und ich kann euch die Reihe immer noch nur empfehlen, wenn ihr gerne mal so Science-Fiction-Jugendgeschichten lest, schaut euch Diabolik an. S.J. Kincaid hat echt einfach einen richtig guten Schreibstil und sie schreibt richtig, richtig tolle Plot-Twists. Und ja, man sieht das nicht immer unbedingt kommen, was da so passiert. Und ich war echt geschockt in dem Buch. Und wie gesagt, mein Herz am Ende, es ist zerschmettert worden. Ich habe echt mit Nemesis gelitten und ja, ist ganz, ganz toll. Ich empfehle es euch. Dann ist bei mir im März noch eingezogen der dritte Teil von Das Reich der Sieben Höfe, Sterne und Schwerter. Und ja, wenn ihr meine Reihenvorstellung dazu gesehen habt, ihr wisst, ich liebe diese Reihe. Es ist so toll. Es ist so, so toll. Ach, ja, ich liebe, liebe, liebe es. Und wenn ihr Bock habt, unser Hangout zu Das Reich der Sieben Höfe findet am 15. Februar statt. Da wollen wir über alle Bücher quatschen und ich nehme an, es wird mal auch um Theorien zu dem Film gehen, der ja jetzt gedreht werden soll zu der Reihe. Und ja, ich freue mich da schon sehr drauf, mit Sina das Hangout zu machen. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaut am 15. April auf jeden Fall vorbei. Uhrzeit kann ich euch gerade noch nicht sagen, da kündige ich das Ganze dann nochmal fix an. Aber ich freue mich da schon drauf und freue mich über dieses Buch nochmal zu quatschen und auch Theorien zum Spin-off aufzustellen und so. Und ja, ich liebe Das Reich der Sieben Höfe. Wenn ihr das Ganze noch nicht gelesen habt, ihr müsst Das Reich der Sieben Höfe lesen. Es ist so toll. Und der erste Teil ist bei dieser Reihe wirklich der schwächste. Der beste Teil ist für mich der zweite. Und dann kommt der dritte und dann kommt der erste. Also der erste Teil ist wirklich der schwächste Teil der Reihe. Und auch den fand ich damals, wo ich das gelesen habe, richtig gut. Also
Lest das Reich der Sieben Höfe, sonst habt ihr echt was verpasst. Es ist so, so toll. Jetzt kommen die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Aber das erste Buch, was ich euch jetzt zeige, kennt ihr wahrscheinlich schon, weil ich es schon gelesen habe. Aber nicht als Buch, sondern als E-Book. Und eigentlich ist das Buch bei mir im Februar schon eingezogen. Aber irgendwie hatte ich dann das Video da schon gedreht. Und deswegen habe ich es nicht mehr in die Neuzugänge für Februar mit reinnehmen können. Deswegen haben wir es jetzt in den Neuzugängen. Aber ich rede viel zu viel drum herum. Das interessiert euch alles gar nicht. Auf jeden Fall ist noch bei mir eingezogen der Sammelband, der erste zur Fuchsreihe von der lieben Niki. Das ist Teil 1 bis 9 von der Fuchsreihe. Und das sind 550 Seiten Fuchsgeschichte. Und ich finde das so mega cool. Ich habe ja Niki damals gefragt, ob sie nicht irgendwie so ein Sammelband machen kann. Weil diese Sammelbände, wo drei Teile drin sind, sind ja dann trotzdem immer nur so 150 Seiten. Und ja, jetzt hat sie halt so ein Sammelband nochmal gemacht mit den ersten 9 Teilen. Und dann wird es noch einen weiteren Sammelband geben, dann von 10 bis 18. Und auch das finde ich wieder richtig cool. Und ja, da freue ich mich drauf. Und ja, ich liebe ja die Fuchsgeschichte von Niki, wie ihr wisst. Die Geschichte rund um Maikaila und ihren Fuchsgeistrennen finde ich einfach mal so mega toll. Und alle, die die Fuchsgeschichte noch nicht kennen, schaut sie euch auf jeden Fall an. Wie gesagt, es gibt jetzt den Sammelband Teil 1 bis 9 und ich finde auch das Cover mega schön. Passt voll gut da dazu. Und die sieht auch aus wie Maikaila. Muss ich wirklich mal sagen, ich stelle mir Maikaila wirklich so vor. Und ja, ich mag es sehr, ich mag es einfach und lest die Fuchsgeschichte. Und wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut sie euch auf jeden Fall mal an. Das ist eine richtig coole Jugendgeschichte. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Machen wir weiter mit den nächsten Büchern. Und zwar habe ich von Jenny Bücher bekommen, die hat sie gelesen, für gut befunden und aussortiert. Sie meinte, das ist eigentlich nicht so ihre Geschichte. Die sind eigentlich auch schon letzten Monat bei mir eingezogen, aber da habe ich sie einfach mal vergessen, in den Neuzugängen. Ihr habt sie aber in meinem Subvideo schon gesehen, die Bücher. Und zwar rede ich von den Phoenix-Chroniken von Laurie Handeland. Laurie Handeland ist die Autorin von den Wolf Diaries. Und ja, das sind die Phoenix-Chroniken, die ersten 4 Teile. Da fehlt wohl der 5. Teil, der ist wohl dann nicht mehr übersetzt worden, was ich ein bisschen blöd finde. Aber Jenny meinte, ich soll die Bücher auf jeden Fall lesen. Ihr haben sie gut gefallen. Es ist aber eigentlich nicht das, was sie normalerweise liest. Aber Jenny haben sie gefallen, deswegen hat sie mir vermacht und hat gemeint, ich soll sie unbedingt lesen. Und deswegen habe ich jetzt hier noch 4 Bücher von den Phoenix-Chroniken. In diesem Buch geht es wohl um Liz. Und Liz wird auf einmal von düsteren Visionen heimgesucht und ihr Ex-Freund taucht wieder auf und sie versteht irgendwie gar nichts mehr. Und hier steht ja nur drauf, unversehens gerät die ehemalige Polizistin zwischen die Fronten eines Krieges übernatürlicher Mächte und die wieder entflammte Leidenschaft für Jimmy führt nicht nur Liz an den Rand des Abgrunds. Klingt doch gar nicht mal so verkehrt. Ich bin auf jeden Fall auf die Phoenix-Chroniken gespannt und die Bücher sind ja mal nicht so dick, ne? Also schauen wir mal, wann ich mal dazu komme, die zu lesen. Schauen wir mal. 2 Bücher haben wir noch und zwar ist noch bei mir eingezogen der 3. Teil von Götterfunke. Verlass mich nicht, das ist jetzt auch das nächste Buch, was ich lesen werde. Ich freue mich da schon sehr drauf, denn dann habe ich diese Reihe auch wieder beendet. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es mit Jess und Caden hier jetzt am Ende ausgeht und was da am Ende noch passiert und meine Arbeitskollegin hat es schon gelesen und meinte, du musst es unbedingt lesen und es ist wieder ein Rezept hinten drin. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr und wie gesagt, werde jetzt Verlass mich nicht als nächstes mitlesen und werde euch berichten, wie es mir gefallen hat. Das letzte Buch, was die Woche bei mir eingezogen ist, haben die Leute, die mein Weekly Reading gesehen haben, auch schon gesehen. Und zwar ist das Palace of Glass von C.E. Bernard. Bernard. Schwieriger Name. Ja, Die Wächterin, das ist der erste Teil dieser Reihe und ja, das Buch ist die Woche noch bei mir eingezogen. Ich finde, es klingt mega spannend und ich weiß, Paddy hat es auch sehr gut gefallen. Die hat es schon gelesen. In diesem Buch geht es ja um Menschen mit besonderen Fähigkeiten und unsere Protagonistin Rhea hat wohl solche besonderen Fähigkeiten und sie wird in den Palast entführt, um ja. Und Rhea wird in den Palast entführt, um dort den König zu beschützen. Und hier steht drauf, Prinz Robin ist allerdings unnahbar, arrogant und hütet seine eigenen Geheimnisse. Doch was er am wenigsten ahnt, Rhea selbst ist Robins größter Feind. Klingt doch mal mega und ich freue mich da auch schon drauf und das Buch werde ich dann gleich nach Götterfunke lesen. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt und werde euch dann natürlich berichten, wie mir die 2 Bücher gefallen haben. Das waren meine Neuzugänge vom März. Es ist wieder einiges bei mir eingezogen, es hat sich wieder einiges angesammelt. Aber ich habe ja das meiste eigentlich auch gleich wieder gelesen, da es ja sowieso Rezensionsexemplare waren. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall noch auf Götterfunke und Palace of Glass und ja, bin gespannt, was im April alles hier einziehen wird. Mal gucken, ich treffe mich morgen mit der Steffi in der Stadt. Wir wollen zum Hugendubel. Gefährliche Sache, sehr gefährliche Sache. Zumal ich eigentlich Buchkaufverbot habe und eigentlich mal meinen Sub abarbeiten wollte, aber ihr kennt das ja.
wenn es dann da wieder so ein paar Schnäppchen gibt, da kann ich bestimmt nicht dran vorbeigehen. Schauen wir mal. Und ja, ansonsten gibt es jetzt an dieser Stelle eigentlich auch nichts weiter zu sagen. Außer ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.